erklärt. Die Mannschaft läuft jetzt nur zwei Runden, weil die vorher immer schon 20 Minuten, eine halbe Stunde hinten in der Fußballhalle sind und sich aufwärmen. Also die ganzen Hobbysportler, die jetzt sagen, Moment, wenn die zwei Runden um Platz gelaufen sind, da können die doch jetzt nie anfangen, die sind schon warm gemacht vorher. Ja, ja, das ist das, was man nicht sieht. Die waren in der Athletikhalle, machen da ihr ich sag mal, Aktivierungsprogramm. Dann geht man dann raus, wenn man gelaufen dann eben noch nicht ist. Also wir haben zwar da auch Laufbänder drin, aber da wird natürlich noch nicht gelaufen, sondern da wird aktiviert und jeder hat dann auch sein Präventionsprogramm, sodass man, wenn man rauskommt, erstmal, ich sag mal, ganz locker vor sich hin traben kann. Und das war das, was die zwei Runden waren. Da kann man noch miteinander reden und sich auch gedanklich dann für das, was auf den Platz kommt, vorbereiten. Jetzt folgen Koordinationsläufe, die man dann macht, um reinzukommen, ne? um den ganzen Körper nochmal einmal so richtig aufzuwärmen. Und danach kann man dann auch intensiv trainieren, ohne dass man Gefahr läuft, sich zu verletzen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kader, oder ich bin mir sicher, dass dieser Kader, wie er dort jetzt auf dem Platz trainiert, nicht der endgültige Kader sein wird. Dennoch, 8 Neuzugänge haben wir schon wieder. Rufen rotiert schon wieder ordentlich. Rufen rotiert. Rufen rotiert, ja, ja, genau. Das passt. Das macht er immer, das sieht man ja. Also er hat eine unfassbare Energie. Aber er weiß natürlich auch um die Größe der Aufgabe. Er kennt den Unterschied ganz genau zwischen zweiter Liga, erster Liga. Deswegen wird er nicht aufhören zu rotieren. Und da kann man immer nur den Hut davor ziehen, ne? Weil das klappt ja nicht alles. Ne? Das, was man sieht, das klappt in den meisten Fällen. Logisch gibt es dann auch mal was nicht klappt, was dann irgendwie thematisiert wird. Aber das passiert ja sehr viel häufiger, dass man Ideen hat und das passt nicht. Und das ist das ganz Besondere an Rufen Schröder, ne? dass er nie aufgibt, immer wieder eine neue Lösung sucht und auch immer wieder mit neuen Ideen kommt, weil er halt auch, ist einerseits er selber als Person, auf der anderen Seite natürlich auch die Marktkenntnis von André Hechelmann, der auch immer wieder eine Option hat, weil Rufen verlangt das natürlich auch von ihm, dass er immer wieder weiß, wenn das nicht klappt, was machen wir denn dann? Und von dem her ist das natürlich auch ein Team, aber Rufen ist natürlich derjenige, der es ganz energetisch auch immer wieder antreibt. Bist du denn dann mehr Sparringspartner für Rufen oder bist du auch aktiv in diesen Prozessen mit eingebunden? Wenn ich aktiv eingebunden wäre, gleich schon am Anfang, dann käme ich vom Telefonieren gar nicht raus. Das ist ja gerade das Schöne an der Aufgabenverteilung zwischen Rufen und mir. Und das muss auch eindeutig sein. Also ich gehe grundsätzlich nicht ans Telefon, wenn ich weiß, mir wird ein Spieler angeboten, weil das geht nicht, ne? Da wird man ein Riesentor. Aber es ist schon so, dass auch Berater dich anrufen und sagen, Peter, ich habe ja in der Spielzeit noch Kreisliga bei uns, aber der hat schicke Schienbein schon. Ne? Es ist in der Tat so, dass das jetzt aus dem deutschen Markt ist, das eigentlich klar. Also das schätze ich auch sehr, weil wir haben ja wirklich auch gute Agenturen in Deutschland und da ist es völlig klar, wie es funktioniert. Und das heißt ja nicht, dass ich den Leuten aus dem Weg gehe, weiß Gott nicht, sondern wir wollen einfach die Kommunikationswege effizient haben. Aber es gibt immer mal wieder, dass eine 0033er Nummer, eine 0034er Nummer dann anruft und dann nachher ein SMS schreibt und so. Das drücke ich dann alles weg, weil es weder für Rufen noch für mich noch für Schalke 04 ist es gut, wenn es da zu viele Wege gibt. Man muss die eindeutig vorgeben und dann funktioniert das in den meisten Fällen auch. Was nicht heißt, dass wir natürlich dann auch immer diskutieren, passt es nicht, wie ist die Option, die man dann in dem Fall Nummer 2 setzt, ne? Und was macht das mit dem Gesamtkader, das diskutieren wir schon, aber vor allen Dingen am Ende des Prozesses, wenn er mit Vorschlägen kommt und die sind schon sehr, sehr gut und sehr, sehr ausgewogen. Gestern war ich auch mal mit dem André Hechelmann zumindest mal essen. Also da redet man aber eher über die Atmosphäre und man diskutiert da nichts, weil das müssen die beiden erst miteinander machen. Und dann, wenn die sich einig sind und der Spieler und sein Berater auch willens, dann diskutieren wir es und dann entscheiden wir miteinander und gehen dann natürlich über den Vorstand, über Bernd Schröder und Christina dann zum Sportausschuss. Wichtig ist, glaube ich, nach so einer Saison wie der vergangenen, wo ja das Ganze auch sehr, sehr stark über das Teamgefühl, über das Mannschaftsgefühl gegangen ist. Jetzt sind einige gegangen und
einige neue dazugekommen. Wie schwierig ist es, die Truppe jetzt auch wieder als Mannschaft zu formen? Ja, ich glaube, das ist natürlich in erster Linie mal beim Aussuchen, muss man sich ja überlegen, passen die Spieler oder nicht. Und da ist das Trainerteam eingebunden, ne, explizit das ganze Trainerteam, natürlich in hauptverantwortlich Frank Kramer. Da schon bei der Auswahl muss man darauf achten, passt das oder passt das nicht, bringt uns das nach vorne. Und mit passen heißt nicht immer in Harmonie sterben, sondern das kann eben auch mal sein, dass man jemanden hat mit etwas, was man braucht in der ersten Liga, was man eben noch nicht hat. Dann ist es eben sehr wichtig, dass das Trainerteam jetzt auf diese Gruppe geschlossen wirkt. Und das war schon die Anforderung im letzten Jahr, egal ob jetzt nur die Athletikabteilung, die jetzt in den ersten Wochen eine sehr dominante Rolle hat. Da sehen wir sie gerade, Alex Storck im Vordergrund, Jörn Menger da mit Frank Kramer zusammen. Genau, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die geschlossen funktionieren miteinander, weil die einfach den Laden kennen, die Prozesse kennen, und die müssen die neuen Spieler natürlich mitnehmen. Dann sind die älteren Spieler, die schon da sind, Danny Latzer, Dominik Drexler, Simon Terodde, Marius Bülter, die sind natürlich auch gefragt, die Neuen aufzunehmen. Und das Beste ist, wenn das läuft, ohne dass man irgendeine Ansage machen muss, irgendeine Zusammenkunft zum Thema Teambildung und so. Ich sage immer, die meisten Firmen, und wir haben ja gerade auch unseren Sponsorenanlass vorne, und wenn Firmen ein Team-Event machen, dann spielen sie Fußball. Dann sage ich immer, ja, dann ist das Beste, um eine Mannschaft zu werden, Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass sich das vor allen Dingen auf dem Platz dann auch klären wird. Und da wird die Mannschaft eine Mannschaft. Und alles, was dann nebenbei passiert, das sind so Prozesse, die vor allen Dingen dann im Trainingslager, wenn wir in Mittelseel sind, dann wird auch das passieren. Und es ist wichtig, Spieler zu haben, die erstens die Neuen gut aufnehmen, neue zu haben, die sich interessieren, die sich auf die Mannschaft einlassen. Und dann passiert im Wettkampf am allermeisten. Am 11. Juli geht es auch nach Mittersill ins Trainingslager in der Ferienregion Hohe Tauern. Du wirst es wahrscheinlich wissen, uns aber sicherlich nicht im Detail verraten, aber wird sich das Gesicht dieses Kaders bis dahin noch ein bisschen verändern? Ja, in Nuancen eventuell. In Nuancen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, Marvin Pieringer ist nicht da, Kollege Mollet ist auch nicht da, Florent Mollet ist auch noch nicht da, der kommt morgen dazu. Leo Greimel trainierte gerade noch individuell, der war ja ganz genau in der vergangenen Saison noch verletzt. Ja, das sind noch die Nachwehen seines Kreuzbandrisses, derer wir uns natürlich bewusst waren. Aber da ist auch wichtig, dass er einen guten Aufbruch hat. Also von dem her wird da noch sowieso noch einiges passieren, auch mit dem jetzt schon zu bestehenden Kader. Und ob dann personell nochmal etwas der Zukunft, das werden wir sehen. Da hat der Fan und wir ja auch alle was zu spekulieren, und es macht ja auch irgendwie ein bisschen Spaß. Ne? Also, soll's ja auch. Ja. Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so ein paar Fragen zu beantworten. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Saison. Und ich würde mir eine sehr verletzungsfreie Vorbereitung wünschen. Ja, das auf jeden Fall auch, und möglichst auch Saison. Und wenn wir dann frühzeitig irgendwann auf 40 Punkte sind, freuen wir uns gemeinsam. Dann freuen wir uns wie Bolle gemeinsam. Das ist so. Danke dir. Danke. So. Ich habe schnell noch Peter Knebel verabschiedet, der ist rausgegangen, und in der Warteschleife steht quasi auch schon der nächste Gesprächsgast, und der kommt nicht vom Sportlichen, obwohl sportlich ist er auch, das kann man nicht anders sagen. Thomas Kirschner sitzt neben mir, der Leiter der Abteilung Fenwelange Kirche. Du warst gerade draußen, hast schon mal durchs Stadion geguckt. Öffentliches Training, da muss doch dir und deinem Team, die für die Fans arbeiten, das Herz aufgehen, oder? Ja, Glück auf, auch von meiner Seite. Ja, wir freuen uns natürlich, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns, dass das Training öffentlich ist, dass wir auch das ganze Anmeldeszenario aus den letzten Jahren nicht mehr haben, dass die Tore einfach auf sind. Jeder, der Bock hat, kann immer noch vorbeikommen, und ja,
Mein Team ist zum Teil draußen, freut sich, die bekannten Gesichter wieder zu sehen, einfach im Kontakt mit den Fans zu sein. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass es durch die Mitgliederversammlung ja auch keine wirkliche Sommerpause für uns letztlich war. Aber nichtsdestotrotz ist die Vorfreude riesig und das hat Peter ja auch gerade gesagt. Also gar nicht, was so Anspannung betrifft, sondern einfach nur die Freude, dass es wieder losgeht. Was bedeutet denn, du hast schon gerade gesagt, die Mitgliederversammlung, klar, war ein Riesenbrett für euch, für alle Abteilungen, Mitglieder etc. pp. Jetzt ist Saisonauftakt, Trainingslager. Inwieweit seid ihr schon in den Planungen für das Trainingslager? Ja, es geht jetzt los am Mittwoch mit dem ersten Testspiel. Die Termine sind ja jetzt, ich glaube, Montag veröffentlicht worden dabei. Und da geht es jetzt halt los mit den Planungen. Wer ist von uns aus dem Team vor Ort als Ansprechpartner? Die Fans kennen es und sind es gewohnt, dass wir Infos machen zu den Spielen. Das erste, du hattest es angesprochen, ist am 29. Juni, 18 Uhr, beim VfB Hüls. Genau, nicht weit weg von hier, muss ich ehrlich sagen, freuen wir uns schnell darauf. Schnell auf die A52 runter und dann Evonik Sportpark heißt das Stadion da, glaube ich. Genau, ich kenne es ja noch als Stadion am Badeweiher, ja. Wo man früher ja auch das ein oder andere Mal dann auch letztlich war. Und da geht es halt wirklich darum, die Informationen für die Fans zusammenzutragen. Und letztlich alles auch vorzubereiten. Das sind jetzt natürlich keine Spiele, die vergleichbar sind mit Bundesligaspielen, was so den Aufwand für uns betrifft und mit Vorbesprechung oder ähnlichen Dingen und Abstimmung, sondern hat ja auch wirklich eher so Volksfestcharakter und so soll es auch sein. Schalke 04 auch zum Anfassen. Also da freuen wir uns drauf, dass die Spiele dann jetzt anstehen. Und das hast du gesagt, Mittersiel ist natürlich dann schon ein anderes Brett für uns, ne, was die Vorbereitung und Planung betrifft. Mhm. Unter Corona-Zeiten war ja alles ein bisschen eingeschränkt. Heute zum Beispiel ist ja nach der Trainingseinheit, haben die Fans, die da sind, Zeit und die Chance, sich Autogramme zu holen. Inwieweit wird das im Mittersiel sein? Wird es da auch so sein, dass es quasi ansatzweise so sein wird wie vor Corona? Also was definitiv wegfallen wird, ist das ganze Thema Einlasskontrollen und Nachverfolgung und Aufnahme der Daten. Also wer letztes Jahr in Mittersiel im Trainingslager war, der wird sich da noch dran erinnern können, dass auch wir alles dokumentieren mussten. Davor in Lengenfeld, da gab es dann auch wirklich feste Sitzplätze und sonst was. Also das fällt jetzt alles weg. Wir sind da auch schon im Austausch mit der Ferienregion und insbesondere natürlich auch mit unseren bekannten Gesichtern von Mittersiel Plus. Also das wird jetzt alles nicht stattfinden. Da kann man ganz normal wie heute auch zum Training kommen. Wir werden auch da den bekannten Service der letzten Jahre weiterhin anbieten, die Trainingseinheiten sobald veröffentlichen, sobald wir die Termine letztlich auch haben von der sportlichen Leitung, damit auch jeder über unsere Kanäle dann informiert ist, weil das macht's letztlich ja auch, ne? Das ist doch der Charakter eines Trainingslagers, finde ich, dass die Fans an der Bande stehen, dass die Fans auf der Tribüne sitzen und du hast es gerade gesagt, auch ein bisschen fachsimpeln und was tut sich vielleicht noch im Kader. Also das sind alles Dinge, die für uns auch immer Spaß machen. Und natürlich sehen wir es aus der professionellen Sicht als Fanbeauftragte, aber das gehört für uns dazu und Trainingslager ist viel Arbeit, aber gleichzeitig ist es für uns auch ein Highlight der Saison und halt auch die Möglichkeit, das sagen wir immer wieder, wirklich mal sich Zeit zu nehmen. Ne, an so einem Heimspieltag fitschen wir ja auch durch die Arena, haben verschiedenste Termine, verschiedenste Sitzungen, an denen wir teilnehmen müssen. Irgendwo brennt mal der Baum letztlich, aber in einem Trainingslager hat man auch die Zeit mal eine halbe Stunde, 20 Minuten oder vielleicht auch abends anderthalb Stunden mal mit Fans, mit einem Fanclub dann zu sprechen und auch mal sich Dinge nochmal länger anzuhören. Deswegen freue ich mich riesig auf Mittersiel. Ich war letztes Jahr nicht vor Ort dabei. Ich war zwar bei den Spielen, aber habe Urlaub gemacht. Aber ist ja auch eine schöne Region, ne? Ist eine schöne Region, definitiv, muss ich auch sagen. Und ich habe da auch schon Urlaub gemacht, zwar nur im Winter zum Skilaufen, aber lohnt sich auf jeden Fall. Mittersiel ist immer eine Reise wert. Mittersiel ist immer eine Reise wert, auch so die umliegenden Dörfer dabei. Und was ich dabei auch nochmal sagen muss, also ich verstehe schon, dass du aus Fansicht vielleicht sagst, jetzt waren wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre in Mittersiel. Ich glaube, sechste Mal. Sechs,
ne? Aber es ist trotzdem, immer noch, du findest was Neues, du findest noch Dinge, die du vorher noch nicht gemacht hast, Orte, an denen du noch nicht warst. Und für uns ist es sehr, sehr angenehm, alle Leute halt zu kennen, ne? Die bekannten Gesichter, die Absprachen funktionieren, du weißt, wie das Stadion aussieht, du kannst dich darauf verlassen, dass wenn wir am 10. anreisen, dass das Thema Catering für die Fans geklärt ist und sonst was und dass wir da nicht hinterher telefonieren müssen, also das macht es für uns dann deutlich einfacher. Es wird wahrscheinlich wieder einen Bierstand geben mit dem guten Bier zum Brauhop, oder? Das weiß ich noch gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir hatten einen Termin, also es wird einen Bierstand geben, so, das verspreche ich jetzt hier mit dabei und ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen aus Mittersee lassen mich da jetzt auch nicht hängen. Aber das Catering war ja dann auch immer cool und du hast das Vereinsheim auf der anderen Seite noch, ne? Also du hast halt mehrere Möglichkeiten und das Brauhop ist ja jetzt auch nicht so weit weg vom Trainingsgelände, dass man danach nicht nochmal da einkehren könnte. Was du gerade noch einmal gesagt hast, ist noch mal hängen geblieben. Also wie sieht es denn so beim Training aus und was wir alles so planen? Also es ist jetzt ja schon so, dass es sehr kompakt ist, ne? Also wir sprechen jetzt über 7 Tage, die Truppe dann da vor Ort ist. Aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, so was möchten wir wieder anbieten, was gehört unbedingt dazu. Und ich würde jetzt einfach mal so chronologisch ein bisschen durchgehen. Klar. Also auch der Welcome-Abend hat sich in den letzten Jahren immer etabliert dabei. Einfach so ein erstes Zusammenkommen der Schalker Fangemeinde, die da vor Ort ist. Gar nicht in so einem großen offiziellen Rahmen, sondern einfach gemütlich mal ein bisschen zu quatschen und aber auch die Gastgeber nochmal kennenzulernen. Das ist uns halt auch immer wichtig, dass sowohl vom Sportclub, aber dann insbesondere auch von Mittersee Plus Infos gegeben werden. Was gibt es eigentlich alles in dem... Man mag es kaum glauben, aber es kommen immer noch Menschen zum ersten Mal nach Mittersee. Ja, und das ist ja auch das Schöne dabei, ne? Und ich denke, die Leute sind jetzt auch heiß nach den 2 Jahren. Also letztes Mal war es ja schon wieder möglich. In Längenfeld war es ja davor. Ja gut, aber da war es ja alles relativ kurzfristig und also in Mittersee letztes Jahr, da wusste man ja nicht, wie sieht's aus und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass da viele auch gesagt haben, nee, komm, dann verzichte ich lieber drauf, als dass ich 3 Tage vorher eine Absage bekomme. Absolut und vollkommen nachvollziehbar. Ja, dabei, natürlich. Ja? Ja, und was immer eine der Fragen sein wird, so blau-weiße Nacht. Klar. Also auch das, da haben wir noch keinen festen Termin. Das ist aber ja auch den Leuten bewusst, dass sowas dann immer abgestimmt werden muss mit Trainerteam, mit sportlicher Leitung. Wie passt es in den Trainingsplan? Aber wir möchten es wiederbeleben dabei. Auch das ist in den letzten Jahren ausgefallen aufgrund der Pandemie und sind da guter Dinge, dass wir da auch wieder was auf die Beine stellen können und dass halt auch der Kontakt zur Mannschaft dann wieder da ist. Und was wir im letzten Jahr gelernt haben aus der Geschichte, dass wir vielleicht auch noch mal öfter so Talk-Formate anbieten. Ne? Einfach nach dem Spiel, so wie wir beide jetzt hier ein bisschen quatschen, ne? Ist jetzt bei mir nicht so interessant, wie wenn Peter Knebel hier jetzt dann sitzt. Och, aber Kirche, mach dich nicht klein. Wir haben ganz andere Gesprächsthemen. Ja. Ich glaube, wir könnten uns auch lange unterhalten. Ja, das glaube ich schon. Solange du mir keine Fragen zum sportlichen Bereich hier stellst, kriegen wir das hin. Aber da kommt ja gleich noch, denke ich, jemand, der sich da besser auskennt. Aber dass wir auch da nochmal, das muss ja gar nicht lange sein dabei, aber einfach die Fans, die vor Ort sind, nochmal mitnehmen, einfach auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, auch jetzt mal unabhängig von der blau-weißen Nacht. Und auch das Thema Autogramme ist ja, du hast es gerade angesprochen, heute nach dem Training, auch eine Geschichte, die jetzt wirklich in den letzten Jahren... Und wir sehen jetzt zum Beispiel gerade hier wieder vorne CC, da hinten Polter, es gibt ja auch einige neue, die man sich abholen kann, obwohl das ist, glaube ich, ich sehe es gerade nicht so genau, es ist gar nicht. Nee, es ist gar nicht. Naja, es war nicht Sebastian Polter. Ihr müsst mir nachsehen. Ist ja auf die Distanz. Wir sind erste Einheit, Distanz, wir sitzen weit weg. Sonne ein bisschen auf dem Monitor, kann man nicht so gut erkennen. Aber ich glaube, die Arme waren nicht tätowiert. Aber die Minimaus auf seinem Unterarm ist ja gerade Gesprächsthema. Oh, schönes Ding. Ja, Sebastian Polter hat eine Minimaus auf dem Unterarm.
Kennst du schon die Geschichte dazu? Oder ist das eine Geschichte, die... Nee, ich habe ihn noch nicht gefragt. Ich hab ihn zwar durch den Medizincheck begleitet, aber ich habe ihn nicht gefragt. Okay, dann vermerke ich mir das mal vielleicht für Trainingslager, für irgendeine Talkgeschichte oder sonst was, wenn es bis dahin nicht aufgeklärt ist. Ja, also wir waren bei den Talkgeschichten im Trainingslager. Die wollt ihr ein bisschen aus... Kneipenquiz oder sowas gab es ja auch immer... Ja, also ich habe es gerade einmal kurz angeschnitten. Wir haben uns natürlich im Team zusammengesetzt, haben gesagt, welche Dinge gibt es alles, was ist für uns gesetzt. So, wir sprechen jetzt über zwei Testspiele, auch wenn die Gegner da noch nicht final feststehen. So, dann sind zwei Tage mit schon mal gefüllt, gut gefüllt dabei. So, wir möchten das Thema blau-weiße Nacht machen. Wir möchten auch das Format mitgeredet durchaus im Trainingslager mal anbieten, weil wir da in der Pandemie gemerkt haben, dass das schon eine Geschichte ist, die einerseits gut ankommt, aber wo auch viele Inhalte und gute Sachen transportiert werden können. Aber ja, also auch Thema Kneipenquiz ist in unserem Stundenplan sozusagen mit drin, um auch da nochmal eine Abendveranstaltung zu haben und weil es wirklich eine Geschichte ist, die sehr, sehr gut angekommen ist bei den Fans und auch, ich glaube, durchaus auch, ich würde jetzt nicht sagen, Entrüstungsstürme geben würde, aber doch schon die eine oder andere Nachfrage, warum was nicht anbieten. Ja, gucken wir einmal durch unser bislang feststehendes Vorbereitungsprogramm. Wir haben die Testspiele beim VfB Hüls am 2. Juli bei Blau-Weiß Lohne. Dann wechseln wir quasi von auswärts zu Heimspielen, hier zu Hause gegen Verl und Meppen. Wie ist das bei diesen Spielen? Holt man sich da die Karten wie in der Kreisliga am Kassenhäuschen oder kann man sich die auch schon vorher besorgen? Gibt es da schon Auskünfte, die du weitergeben kannst? Also ist ein bisschen unterschiedlich. Also beim VfB Hüls beispielsweise gibt es in Mahl selber aktuell, glaube ich, drei Vorverkaufsstellen, wo es die Tickets gibt und da würde ich auch den Fans den Rat geben, sich da im Vorfeld einzudecken. Wir sind aktuell dabei und im Austausch auch noch ein kleines Kontingent hier über unser Service Center anzubieten, aber da bitte ich noch ein bisschen Geduld und das würden wir dann auch zeitnah nochmal veröffentlichen. Wir sprechen halt über 3000 oder 3100 Plätze, ne, am Badeweiher und die werden schnell weg sein, du hast gerade gesagt, ein bisschen die Euphorie ist schon da und man hat wieder Bock auf Fußball, man hat wieder Bock auf Schalke 04 und also da bin ich mir relativ sicher, dass das Stadion auch durchaus ausverkauft sein wird und dass du nicht wie in der Kreisliga an eine Kasse noch kommst und dir deine Karte dann holen kannst. Bei Blau-Weiß Lohne ist es so, da habe ich den Link jetzt nicht im Kopf, aber da kann man im Vorfeld online sich schon Tickets reservieren bzw. auch Tickets kaufen, dann ist man da auf der sicheren Seite. Und zu den Spielen im Parkstadion werden wir dann auch über unsere Kanäle nochmal veröffentlichen, wie es da läuft mit den Tickets. Ne? Aber auch das ist ja mittlerweile gelebte Praxis. Also sind ja nicht die ersten Testspiele hier im Parkstadion, die stattfinden. Und da wird das Service Center da sicherlich was anbieten. Und das letzte Spiel bei Twente. Fehlt noch hier bei dir, glaube ich. Ach, nee, das doch, da, unten, auch, da steht noch das Trainingslager dazwischen. Okay. Da sicherlich auch, ich glaube, geplant sind zwei Testspiele. Ein Gegner stehen aktuell aber noch nicht endgültig fest, deswegen können wir da noch nichts verkünden. Aber das Letzte, da hätte ich dich jetzt, das wollte ich mir so ein bisschen für hinten, so für die Kirsche auf der Torte aufheben, weil ich weiß, dass da sicherlich auch viel Herzblut von dir mitschwingt. Das letzte Vorbereitungsspiel, zwei Tage vor der Saisoneröffnung, 22. Juli, 20 Uhr, die Großschweste. Ja, ich mache noch einmal kurz die Rolle rückwärts, weil ich ja auch den Anschluss gegeben habe mit Twente, aber einmal noch kurz zum Trainingslager. Also auch da werden wir, wie auch in den letzten Jahren, schon versuchen, und ich bin mir auch relativ sicher, dass es klappt, die Tickets dann da anzubieten für die Fans, für die Testspiele. Haben auch überlegt, falls es wirklich ein Ort sein sollte, wo wir jetzt nicht in Mittersil spielen, ob es dann notwendig ist oder möglich ist, mal wieder einen Bus anzubieten. Auch das ist in der Vergangenheit schon durchaus passiert, weil wir beispielsweise in Kitzbühel gespielt haben. Also da einfach Augen und Ohren offen halten. Und Twente ist für mich immer ein Highlight. Ne? Also gibt halt schon die Fanfreundschaften, die wir haben,
sind ja auch durchaus bekannt und deswegen ist es ein besonderes Spiel, einerseits beruflich bedingt als Fanbeauftragter, aber auch das ist kein Geheimnis, dass ich in der Grolschfeste auch privat des Öfteren bin, also seit etlichen Jahren eine Dauerkarte habe und das Herz für Twente dann auch schlägt und ich mich riesig gefreut habe über den sportlichen Verlauf in Enschede, ne, also als Vierter und die Möglichkeit jetzt in der Quali noch zu spielen und gegebenenfalls dann mit dem FCT dann nächstes Jahr auch international nochmal die ein oder andere Reise auf den anzutreten. Und da sind wir jetzt im Austausch bezüglich Tickets, aber auch da kann ich schon versprechen, dass es da genug Karten geben wird für alle Schalker. Und wir hatten ja auch das letzte Testspiel 2019, glaube ich, in Enschede. Und das ist halt aufgrund der Fanfreundschaft eine absolut entspannte Atmosphäre. Ne? Man merkt auch, dass diese Freundschaft immer größer wird, dass auch gar nicht nur die aktive Fanszene oder die Ultragruppen da hinfahren oder früher dann auch mit, oder aktuell auch immer noch mit Gelsenszene und FAKP, die das ganze Ding ja auch eingestielt haben, sondern Fanclubs da hinfahren und bei uns Anfragen eintreffen, wie kommen wir denn an Karten, und das ist halt eine tolle Geschichte und ja wirklich eine Stunde von hier weg, ne? Und da ist der Freitagsabendstermin, glaube ich, ganz cool. Und man hat natürlich auch nochmal den 23. ein bisschen, um auszuspannen, bevor dann die Saisoneröffnung kommt. Auf jeden Fall. Dann nehme ich der Schalke-Tag kurz noch zum, wie ist die Entscheidung, dass wir das Testspiel machen, bei den Fans von Twente angekommen? Ich meine, die haben ja auch einen ähnlichen Werdegang so hinter sich wie wir, ne? Mit sportlich gesehen. Ja, auch da also ist die Vorfreude halt einfach groß. Und ich fände es halt auch ganz cool, wenn man da was Regelmäßiges reinkriegt, ne? Weil auch da kann man noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Letzter Spieltag beim 1. FC Nürnberg, dieser Tag, den beide Vereine, oder das Wochenende, was beide Vereine da gestaltet haben, mit Kicks der Jugendmannschaften gegeneinander, Inklusionsteam, die Damen haben gegeneinander gespielt, die Vorstände waren da und sonst was alles. Und das ist halt schon was, das geht halt darüber hinaus, ne? Dass es einfach nur den Schal im Fanshop gibt, sondern das wird wirklich gelebt. Und ich finde es richtig gut, dass es auch nicht nur in der Fanszene gelebt wird, sondern auch zwischen den Vereinen. Und deswegen finde ich das einen guten Startpunkt. Und auch der Austausch, ne? Also nehme ich nochmal die berufliche Ebene, also auch da sich mit den Kollegen vom FC Twente auszutauschen. Also das ist immer spannend dabei. Also deswegen freue ich mich darauf. Und du hast den Werdegang angesprochen. Ja, auch der FC Twente war zwischendurch mal zweitklassig, auch nur ein Jahr. Also das finde ich ganz gut, wenn wir da eine ähnliche Performance hinlegen und dann auch uns so stabilisieren in der Liga. Und deswegen können wir uns da gerne ein Beispiel dran nehmen. Kurz noch zum Schluss, wir haben es noch mal einmal angesprochen, die Saisoneröffnung am 24. Juli, der Schalke-Tag. Inwieweit laufen da die Planungen eine Woche, bevor es dann in die erste Runde DFB-Pokal gegen den Bremer SV in Oldenburg geht? Also ich bin mir sicher, dass das Team-Event nach den vielen anderen Veranstaltungen und was alles jetzt auch noch ansteht, da schon sehr gut im Thema ist. Was jetzt unseren Bereich Fans betrifft, auch da sind die Überlegungen da. Wir würden ganz gerne das Konzept einfach wiederholen, wie in den Jahren zuvor, wo sie auch stattgefunden hat. Also, dass wir Möglichkeiten bieten für die Fanorganisation. Wir haben jetzt schon Fanclubs die Möglichkeit gegeben, sich zu bewerben, für eine Präsentationsmöglichkeit Zelte zur Verfügung zu stellen. Wir werden als Abteilung präsent sein dabei. Und also die Planung, also die Leute können sich darauf freuen, glaube ich, auf den Schalke-Tag, wie sie ihn auch kennengelernt haben, bevor Corona kam. Kirsch, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir gekommen bist und hier, während die Mannschaft da unten Rondo spielt, ein bisschen über das Fanwesen zu berichten. Wir sehen spätestens in Mitterseel, aber ich glaube spätestens davor noch bei zahlreichen Testspielen. Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Glück auf und euch einen guten Verlauf der Vorrunde. Vorbereitung. Ja. Und der Vorrunde auch. Wir fangen mit Vorbereitung an und dann machen wir den guten Verlauf in der Vorrunde weiter. Jo, vielen Dank. Danke, Glück auf.
Es geht hier weiter im fliegenden Wechsel. Die Kirsche hat gerade die Location verlassen. Da hat der nächste Platz genommen. Profis werden ihn schon am Lachen jetzt erkannt haben. Neben mir sitzt Gerald Asamoah Asa. Es ist wieder soweit. Die Mannschaft ist zurück auf dem Platz. Ja. Schönes Bild. Du warst gerade schon unten. Welchen Eindruck hast du von der Stimmung auf dem Platz? Ja, sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Guck mal, die Jungs haben auch gestern, vorgestern richtig Gas gegeben. Das war die Leistungsdiagnostik. Und gestern war es schon hart, was die Jungs abgezogen haben. Und deswegen kann man schon merken, dass sie leicht ein bisschen müde sind, aber es gehört dazu zur Vorbereitung. Und ja, aber die Stimmung ist sehr, sehr gut. Dein Lächeln dabei gestern war es hart. Also dieses hämische Lächeln dabei in deinem Gesicht. Soll ich ehrlich sagen, das sind Momente, die ich gehasst habe. Vorbereitung, bist du aus dem Urlaub, klar so trainiert, aber dann zurückzukommen und nur laufen zu müssen, ist schon hart. Aber es gehört dazu, man braucht das halt, auch nicht als Spieler. Das war halt diese Momente oder Situationen, die ich brauche für mein Spiel und daher gehört das dazu. Ja, die Pendelläufe gestern sind, erklär mal, was passiert da? Die fangen, glaube ich, lang. Es ist ein Shuttle-Lauf, die halt immer gesteigert wird und dann musst du gucken, wie lange du gehst. Es geht und ich glaube, gestern war halt der beste Henning Matijan. Okay, ja. Hat er sich gut vorbereitet? Hat er sehr, aber muss sagen, Respekt, alle haben mitgezogen, sogar die Torhüter waren wirklich sehr, sehr gut. Haben sich, weil ich weiß ja, wie wir letztes Jahr gestartet sind. Mhm. Und wenn vergleichbar zu letztes Jahr war, dieses Jahr schon sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ja auch Grundvoraussetzung, dass man die nötige Kondition mit in die Saison nimmt. Aber bei diesen Shuttle-Läufen ist es ja wirklich so, du läufst halt bis wirklich ans Maximum, ne? Also eigentlich bis Unfallen. Also ich habe einen Spieler auch gesehen, ich will jetzt nicht sagen wer, der ist einfach dann, als der andere noch zwei Bahnen geschafft hat, ist der einfach nur noch zusammengesackt. Nee, das ist ein Lauf, glaube da erkennst du Spieler, die beißen können. Mhm. Spieler, die wollen und es gibt Jungs, die dann schnell aufgeben und ich muss sagen, gestern haben wir einfach gesehen, dass die Jungs alle beißen wollen, können es auch und das ist ja das, wir sehen wollen. Und glaube, das ist für einen Trainer wichtig zu wissen, okay, was sind die Typen, was für einen Typen habe ich, was sind die Spieler, die eher brauchen, den Arschtritt zu bekommen oder die einfach ohne Antwort einfach Gas geben. Und das war gestern sehr, sehr gut. Also die letzte Saison war am Ende nur noch getragen von Euphorie. Also das war ja eine emotionale Achterbahn. Das war ja, ist ja schwierig in Worte zu fassen. Wie schwer ist es, diese Emotion jetzt auch ad acta zu legen oder da einen Haken hinter zu machen, aber trotzdem diese positiven Dinge mit rüber zu retten in die kommende Spielzeit? Das hat Peter Kleberotter vor der Mannschaft sehr, sehr gut erklärt, wie wir es haben wollen. Klar, wird das man nie vergessen. Es ist eine Sache, die wir im Herzen tragen. Aber jetzt geht es aber was Neues. Und jetzt können wir als Team was Neues erschaffen. Klar, in schwierigen Zeiten kannst du das wieder hochholen und sagen, ey, das war mal, wisst ihr noch. Aber trotzdem müssen wir jetzt umdenken, zu sagen, klar, Euphorie mitnehmen, aber trotzdem umdenken, jetzt geht es um was anderes. Jetzt haben wir eine neue Mannschaft. Sind die Jungs, die dazugekommen sind, die Jungs müssen auch verstehen, die Alten müssen die Jungs auch mitnehmen. Und wenn wir das schaffen als Kollektiv, da gehe ich davon, dass man halt damit auch sehr viel bewegen kann. Man sieht, da unten ist auch schon wieder Wildes. Man sieht, die haben Spaß auf dem Platz. Wer ist der? Der da? Ah, Bujo. Bujo, genau, der mit dem mintfarbenen Ding, ne? Der hat abgenommen. Ja. Hat er auch Pendelläufe gestern machen müssen? Nee. Der macht ja seinen 68 irgendwas da. Ey, der hat am Tag nach der Saisoneröffnung, nach dem Saisonabschluss, hat er, weiß ich nicht wie viel Kilometer auf dem Rad gesessen. Das ist Bujo, Ich muss ja auch mitfahren, bin auch 2 Stunden mitgefahren, war schon hart und er ist ja länger gefahren. Und ja, was alles tut, aber Respekt. Also, welchen Eindruck machen die neuen Spieler auf dich? Sehr gut. Ich glaube, die Jungs sind gewillt. Die Jungs sind gut aufgenommen worden. Das ist mein Gefühl. Und ich glaube, der Lust ist da. Man merkt schon, dass die Jungs Lust haben. Und klar, jetzt heute ist das erste Training, kann man nicht viel erzählen. Aber wie man die kennengelernt hat, noch vorher schon, sind die Jungs, die glaube ich, verstehen, für was auf einen die Universität. Und ich hoffe, dass sie diesen Art von Schalke nur viel kennenlernen. Und also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass sie es verstehen werden, was wir auf Schalke brauchen. Wie läuft diese Vorbereitung? Wie ist sie aufgebaut? Auch klar, es ist immer so, dass die erste Woche meistens halt nur konditionell ein bisschen laufen und ein bisschen reinkommen. Dann halt nachmittags geht man meistens in den Kraftraum, dann machen die halt sehr, sehr viel Athletikübungen. Dann geht die zweite Woche, also dann hoffen wir, dass die alle da sind, die Jungs, die Nationalspieler, die dazukommen. Mhm. Und dann wird's, die müssen ja sehr viele Sachen nachholen.
Aber dann geht es da dann auch schon, wie schon ins Trainingslager. Und wir haben ja nächste Woche, Mittwoch, unser erstes Spiel, wo viele dabei nicht sein werden, aber trotzdem soll jeder eine Halbzeit spielen. Und so ist das ein bisschen punktuell aufgebaut und hoffen, dass wir dann irgendwann nach dem Trainingslager das so weit sind, dass wir uns auch für ein Pokalspiel sehr, sehr gut vorbereitet sind. Gehen wir mal kurz durch den Kader durch. Von den Neuzugängen, Tom Kraus und Florent Mollet, fehlen heute noch? Ja. Weil? Bei Mollet hat er ein bisschen länger gespielt und hat dann 2 Tage länger bekommen. Tom Kraus hat auch U21 gespielt, der halt auch ein bisschen länger hat. Der kommt auch mit den anderen zurück, mit Malik und Flo. Mhm. Und Malik, Blendi kommt später, weil er auch länger gespielt hat. Der hatte Nations League gespielt mit Kosovo. Blendi kommt später, dann kommt Marcin Kaminski auch später, weil der länger gespielt hat. Der kommt sogar erst am 4. Mhm. 4. Und wen haben wir noch? Marius Lode war noch in Norwegen. Lode kommt auch ein bisschen später. Also das sind, wir hoffen, dass wir nächsten Monat alle dabei haben, dass wir richtig starten können. Mhm. Leo Greimel ist auch zwar heute hier auf dem Gelände, aber trainiert individuell. Ja, er muss sehr viel nachholen und deswegen macht er individuell einen Kraftraum mit einem anderen Trainingstrainer und er muss Sachen haben. Aber wie gesagt, wir hoffen auch, dass er bald auch wieder einsteigt. Mhm. Und die anderen 9 sind mit dabei. Alexander Schwolo, der trainiert mit dem Torwartteam, genauso wie Justin Hekeren habe ich gerade gesehen. Ibrahima Cissé, Tobias Mohr, Sebastian Polter, alle mit auf dem Platz. Da rufen dir schon wieder ein paar neue Spieler in die Kabine gestellt, ne? Also das, was Ruben seit Jahren hier macht, ist ja überragend, klar. Es ist nicht einfach, du musst was wieder Umbruch. Es sind viele Spieler gegangen, die wirklich letztes Jahr auch dazu getragen haben, dass wir aufgestiegen sind. Man muss dann gewisse Entscheidungen treffen, haben was gemacht. Und jetzt hoffen wir die 9, die wir dazu geholt haben, dass es auch so klappt, wie wir uns vorstellen. Aber da sind Typen, ich sage, da sind Typen, junge Spieler auch dabei, die uns sehr, sehr viel geben. Wenn ich einfach, das ist die Theresie, der ist einfach brutal, eine Kante. Ich dachte, ich wäre eine Kante, aber der ist schon groß, ja, nicht schlecht. Also Respekt, also die Jungs sind gut, hoffe, dass sie uns auch das geben, was sie uns wünschen. Und also gerade mit Ibrahima Cissé, da muss ich sagen, als irgendjemand sagte, übrigens, wir verpflichten jetzt Ibrahima Cissé, und da habe ich gegoogelt und dann sagte einer, aber nicht der Bekannte, sondern der andere. Also den gibt es ja zweimal. Nee, wir haben den anderen geholt, aber hoffen, dass er irgendwann so wird wie die andere. Aber der ist jung, der bringt sehr, sehr viel mit. Körperlich auch gestern noch die Läufe hat er beißen können und das ist halt, wo du siehst, was ist das für ein Typ. Und jetzt, wenn man auch sieht, fußballerisch dazu, was dazukommt, dann wird man sehen. Er steht ja jetzt hier rechts. Ich habe ihn gestern aus der Distanz laufen sehen und ich denke so, Moment, Salif ist doch weg. Er hat ja auch so vom Bewegungsablauf her, ist er so ein bisschen wie Salif. Ja, ne? Sehr groß, halt nur ein bisschen jünger und hat die Erfahrung nicht von Salif, aber hoffen, dass er dann auch so das performt, wie was Salif jahrelang auf Schalke gemacht hat. Mhm. Frank Kramer als neuer Trainer ist ja jetzt auch einer, mit dem du viel zusammenarbeitest. Wie ist er reingekommen hier die ersten Tage? Sehr gut, glaube ich. Ich glaube, Frank kenne ich ja selber auch als Trainer in Fürth. Und was man an Frank schätzen muss, er ist ein Teamarbeiter, der Teamwork, der will einfach mit seinem Team zusammenarbeiten. Das hat er bis jetzt ersten Tag gezeigt. Klar, er braucht ein bisschen seine Zeit, alle kennenzulernen. Und glaube, da bin ich glaube, eine Hilfe für ihn, das einfach ein bisschen zu präsentieren. Da hast du ein Bujo daneben, du hast Mathe Kreuzer. Also ich glaube schon, wir haben einen Trainer, der einfach das Schalke versteht und auch versteht, auch mit dem Trainerteam, die er hat, eng zusammenzuarbeiten. Und das ist wichtig. Und man sieht, zumindest körpermäßig ist er schon energisch in seiner Ansprache. Ja, viele diskutieren ja darüber, wie ist es jetzt mit Bujo und Matze Kreuzer. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist eigentlich hinfällig, weil wer Bujo und Matze kennt, die fühlen sich wohl in ihren Rollen, die sie bisher haben. Ich glaube, das hat auch Bujo klar bestätigt, dass er nicht der Cheftrainer sein wird. Er will einfach das machen, was er sich wünscht, oder das ist einfach der Co-Trainer, um die Jungs Spieler zu begleiten. Und wir haben einfach jetzt einen neuen Kopf, das ist Frank. Und er nimmt einfach die beiden mit. Und Matze ist ja auch Matze, wie er ist. Das ist ein Co-Trainer, der von denen auch Frank sehr, sehr viel hört. Bujo auch. Und das ist wichtig, dass man als Team arbeitet. Es ist ja nicht so, dass jetzt, klar, am Ende entscheidet der Frank, aber trotzdem nimmt er sein Team mit, wie ich vorhin gesagt habe. Und das ist wichtig. Und ich glaube, Matze oder Bujo wissen, was für einen Wert die haben. Und das können wir immer gebrauchen.
Letzte Frage, wie gehst du in diese Saison? Bist du aufgeregt, bist du angespannt? Also ich habe gesehen, wie du am Ende der vergangenen Saison gewesen bist. Da war ja da war der Puls das ein oder andere Mal deutlich über unserem summierten Körpergewicht. Ich hoffe, dass es nicht so extrem wird wie jetzt in der zweiten Liga-Saison, weil es war schon hart, auch das Spiel gegen Pauli. Und das macht irgendwas mit dir. Und deswegen war jetzt die Urlaubszeit auch ein bisschen gut, um ein bisschen abzuschalten, aber trotzdem ist die Vorfreude da. Man freut sich auf die Aufgaben, man freut sich, in der S-Liga dabei zu sein. Und deswegen hoffen wir, dass wir gut vorbereitet sind, um halt die erste Spiele anzunehmen. Und wer freut sich mehr auf ein Derby als Gerald Asamoah? Ich sitze noch verbannt, das weißt du. Ja, ich weiß, aber ich bin mir sicher, du wirst sicherlich deine Möglichkeit finden, deine Emotionen ich zu äußern. Ich habe gelernt, ich habe einen Kur gemacht. Okay. Also, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt rollt der Ball dort unten auf dem Platz. Ich denke, wir schauen noch ein bisschen zu. Ja, du hast noch andere Termine. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist und Glück auf und wir sehen uns. Viel Spaß bei dem Testspiel. Okay. Danke, ciao, tschüss. Ciao. So, da ist das erste Tor beim Training gefallen. Ich habe allerdings zu spät hingeguckt, deswegen habe ich nicht gesehen, wer es gewesen ist. Ja, Frank Kramer, ich hatte es schon am Anfang einmal erzählt und macht bislang auch einen sehr engagierten Eindruck beim Training. Also wir haben ja schon einige Trainer hier gehabt. Es ist ja auch immer eine Frage, wie treten die Trainer beim Training auf? Aber ich denke, wenn man sich das so anschaut, Frank Kramer ist auf jeden Fall einer, der aktiv im Training von der Seitenlinie coacht. Hier vorne, das ist Sidi Sané übrigens, der jüngste Bruder von Leroy. Er spielt ja schon die ganze Zeit bei uns in der knappen Schmiede, hat allerdings in den unteren U-Mannschaften häufig Verletzungsprobleme gehabt, ist aber nun stabil. Im letzten Jahr hat er in der U19 gespielt. Hat da nahezu alle Spiele mitgemacht und er soll hier die Vorbereitung mit den Profis absolvieren. Ich denke, man wird mal ein bisschen schauen, ob er soweit ist, dem Zweifelsfall oben auszuhelfen. Das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja auch ein Talent oder ein Attribute, das Frank Kramer mitbringt. Er hat ja in seiner Karriere häufiger Jugendmannschaften trainiert, Nachwuchszentren trainiert. Unter anderem hat er auch die U18, U19 und U20 Nationalmannschaft des DFB trainiert. Bei Greuther Fürth, Hoffenheim und RB Salzburg war er in den Nachwuchsleistungszentren Trainer. Also jemand, und das hat Rufen ja auch bei seiner Verpflichtung angekündigt, jemand, der in der Lage ist, junge Spieler mit in den Profikader einzubinden. Und ich denke, solch ein Dingen ist auch die Tatsache, dass Sidi Sané jetzt diese Vorbereitung bei den Profis mitmachen soll. Da ist Henning Matriciani, der gerade von Asa als der engagierteste Shuffle-Läufer bezeichnet wurde. Henning ja auch in der letzten Saison als Spieler der U23 zum Kader gestoßen und hinterher schon mit dem ein oder anderen Einsatz. Es ist ja auch eine Art von Rufen Schröder und André Hechelmann, dem Chefscout, Spieler zu finden, die nicht unbedingt durch Profileistungszentren gelaufen sind, also in den großen Vereinen durch die Nachwuchsabteilung gelaufen sind, sondern bei kleineren Vereinen unterwegs gewesen sind. So ist ja auch zum Beispiel Florian Flick zu uns gekommen. Oder auch jetzt Justin Hickeren, der Torwart mit 21 von Rot-Weiß Oberhausen, der
ja zwar bei Borussia Mönchengladbach mal im PLZ gewesen ist, dort aber dann aussortiert worden ist und über Rot-Weiß Oberhausen jetzt zu uns gekommen ist. Auch ihm, so glaubt man, seinem Torwarttrainer in Oberhausen, wird eine Karriere zugetraut. Solche Spieler zu finden, das ist sicherlich ein großes Talent, das unsere Scouting-Abteilung an den Tag legt. Auch Lenny Drisi war ja zum Beispiel so einer. Nach und nach werden übrigens auch, wo wir bei Blendi Idrisi sind, die Rückennummern festgelegt. Alles vorbehaltlich. Aber bis zum Saisonstart kann sich da womöglich noch was ändern. Nur kleiner Hinweis, letztes Jahr hatten wir Simon Terodde, der am Anfang mit der 22 auf dem Platz stand, und Viktor Parlsson, der am Anfang mit der 17 auf dem Platz stand. Und später dann, nachdem Benito Raman und Ozan Kabak den Verein verlassen hatten, die 9 und die 4 bekommen haben. Aber Blendi Idrisi zum Beispiel wird eine neue Rückennummer in der kommenden Saison haben. Er wird die 36 klassisch halbieren und künftig mit der 18 auflaufen. Außerdem wird Memo Aydin die 23 bekommen statt der 38, also nach dem Zweitliga-Aufstieg rücken sie auch nummerntechnisch mehr in den Fokus. Zu unseren neuen Spielern. Tobias Mohr erhält seine 29, Sebastian Polter die 40, Ibrahima Sissé wird die 22 haben, Alexander Schwolo die 13, Florent Mollet die 20, Tom Kraus die 6, Justin Hickeren die 28 und Leo Greimel die 3. Aber wie gesagt, alles noch vorbehaltlich. Bis zum Saisonstart kann sich da noch ein bisschen was ändern. Hat es in der vergangenen Saison ja auch. Also nur falls ihr euch jetzt ein Trikot kauft mit einer Nummer hinten drauf. Bestellt nicht die 36 und Idrisi, sondern bestellt die 18 und Idrisi. Rodri, Peter Knebel hat es hier am Anfang in der Übertragung gesagt, ist richtig heiß, hat gesagt, jetzt hatte ich genug Urlaub, jetzt ist wieder Fußball spielen. Das glaube ich ihm sofort, Peter, dass es so gewesen ist. Rodri ist einfach ein Verrückter. Wenn man dem einen Ball vor die Füße wirft, dann kann man sicher sein, dass damit gedribbelt, hochgehalten und gespielt wird. Justin Hickeren im Tor. Kero Şananoğlu. Auf der anderen Seite steht
Alexander Schwolo im Tor gerade. Simon Terodde. Für Simon Terodde wird sicherlich auch eine wichtige Saison werden, weil so wie ich seinen Ehrgeiz kennengelernt habe, will er allen beweisen, und ich hoffe, das tut er auch, dass er durchaus auch in der ersten Liga vielleicht nicht 30 Tore macht, aber doch reichlich. Justin Hickeren hier ziemlich weit vor seinem Tor, aber er selber bezeichnet sein Torwartspiel ja auch so, dass er gerne ja, so eine Art Libero spielt. Das war Tobias Mohr, der Neuzugang aus Hoffenheim. Wir alle erinnern uns. Er war derjenige, der bei dieser Nebelschlacht den entscheidenden Freistoß geschlagen hat, wonach Oliver Hüsing das 1:0 gemacht hat, kurz vor Schluss. Also diejenigen, die im Stadion gewesen sind, werden es wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil es auf der anderen Seite war und der Nebel zu dicht. Aber diejenigen, die es am Fernsehen verfolgt haben, werden es gesehen haben. Sicherlich eine der Stärken von Tobi Mohr, die Standardsituation. Aber auch sonst ist er torgefährlich. 8 Tore, 7 Vorlagen hat er insgesamt in der vergangenen Zweitligasaison erzielt. Und ich bin mir sicher, dass auch er in seiner ersten Bundesliga-Saison darauf brennen wird, zu zeigen, dass er durchaus Erstliga-Niveau hat. Die erste Trainingseinheit auf dem Platz der Saison 22-23 des Fußball-Bundesligisten. Gott sei Dank. Schöner Lupfer von Domme Drexler über Justin Hickeren hinweg. Also das erste Training, da geht auch der Daumen hoch, das erste Training der Saison 22-23 auf dem Platz. Hat also begonnen, läuft, die Vorbereitung auf diese Saison läuft. Wir sind gespannt, was sie uns bringt. Peter hat es gesagt vorhin, wichtig ist, dass wir möglichst verletzungsfrei durch diese Vorbereitung kommen, damit wir zum Saisonstart alle fit haben. Frank Ramadan mit Sebastian Polter. Rechts daneben dann Tobias Mohr, Dominik Drexler. Wir werden gleich hier fürs Vereinsheim nach dem Training noch die ein oder andere Stimme einfangen. Wir werden das Training nochmal Revue passieren lassen. Das seht ihr dann später heute Abend im Vereinsheim. Ich denke, wir schauen hier noch so 2-3 Minuten zu. Ich mache mich fertig für die Interviews, die ich gleich führen werde. Und gleich werden wir uns dann hier aus dem Parkstadion im Bergerfeld verabschieden. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zugeschaut habt. Wie gesagt, 2-3 Minuten schauen wir noch und dann
machen wir uns hier fertig für unsere kommenden Aufgaben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Glück auf. Thank you.
Thank you.